Hallo und willkommen bei den Spiele, die uns und unserem Adventskalender mit Türchen Nummer 11. Hinter Türchen Nummer 11 ist ein Würfelspiel zu einem Stichspiel. Vielleicht weiß der eine oder andere schon, was es ist. Maddie wird es euch jetzt zeigen. Wizard-Würfelspiel. Ein Würfelstichspiel. Ein Würfelstichspiel. Wir haben es selber noch nicht gespielt. Ich bin gespannt, wie sich denn ein Stichspiel jetzt als Würfelspiel spielen wird. Das Ganze ist für 2 bis 5 Spieler ab 10 Jahren. Ich mag Wizard eigentlich nicht so sehr, weil ich bin kein guter Stichspielspieler. Deswegen. Erstens mal bist du kein guter Stichspielspieler und dann müssen wir seine Stiche auch noch ansagen, um überhaupt Punkte zu machen. Das kann ich irgendwie nicht. Komplett raus, ich mache dann immer, ich mache 3 Stiche und dann, Mist, ein. Deswegen bin ich mal echt gespannt. Schreibt mir bitte gerne rein, wenn ihr das gespielt habt, ob euch das besser oder schlechter oder anders gefallen hat, wie das normale Wizard. Vielleicht wäre das nämlich auch was für mich. Ich muss sagen, mich hat es jetzt so spielerisch, also dachte ich, das ist vielleicht was für mich, da kacke ich nicht ganz so ab wie bei dem großen Wizard. Ist das schon die Frage, wie man es gewinnen Nein. kann? Nein, die Frage, wie man es nämlich gewinnen kann, wie ihr am Gewinnspiel teilnehmt, ist, was ist denn euer Lieblingswürfelspiel? Genau. Plus, macht's derjenige, der es gewonnen hat, macht's euch oder dir mehr Spaß, wie das normale Wizard. Und das war schon Türchen Nummer 11. Ciao.